Herzlich willkommen zum ADAMA Online-Seminar. Ich begrüße Sie heute zur dritten Veranstaltung innerhalb unserer Reihe zur Zuckerrübe. Mein Name ist Nicole Schäppluch, ich leite hier die Marketingabteilung bei der ADAMA und ich freue mich, heute mit Ihnen dieses Thema zu diskutieren. Ja, wir als ADAMA, uns liegt natürlich die Zuckerrübe sehr am Herzen. Deswegen haben wir auch gesagt, in diesen Winter-Online-Seminaren fokussieren wir uns auf diese Kultur. Wir haben diskutiert oder wir diskutieren rund um den Pflanzenschutz und heute zum Thema Düsen- und Applikationstechnik. Wie hole ich das Beste aus Boden- und Blattherbiziden raus? Wir haben uns auch dazu dieses Mal einen externen Experten mit dazugeholt und ich freue mich, einen ausgewiesenen Technikexperten begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Kramer von der Landwirtschaftskammer in Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Morgen. Herr Kramer, gerne möchte ich Sie, unseren Teilnehmer, ein bisschen mehr im Detail vorstellen. Sie haben Agrarwissenschaften an der Uni in Hohenheim studiert, haben sich dann sehr schnell für den Bereich Technik entschieden. Das heißt, Sie sind dann zum Institut für Agrartechnik gegangen, in das Gebiet der Pflanzenschutztechnik, sind dann 2002 zur Kammer damals noch Westfalen-Lippe gewechselt, haben den Sachbereich Pflanzenschutztechnik geleitet und Sie sind vor allen Dingen neben Ihrer Tätigkeit auch in diversen Gremien tätig und verantwortlich, zum Beispiel beim DPG als Leiter des Arbeitskreises Pflanzenschutztechnik oder auch beim JKI im Fachbeirat Anwendungstechnik. Herr Kramer, wir haben das Thema heute, wie hole ich das Beste aus Boden- und Blattherbiziden raus? Wir haben bei der ersten Veranstaltung, die wir innerhalb dieser Reihe gemacht haben, grundsätzliche Strategien, Herbizidstrategien diskutiert, auch alternative Herbizidstrategien wie die Hacke, wie Robotics sind da auch auf Herausforderungen, die noch da sind, eingegangen. Zum Beispiel die Ökonomie, Wirtschaftlichkeit ist noch nicht immer gegeben. Die Wirksamkeit ist teilweise noch schwierig, so dass wir zu einer Schlussfolgerung gegangen sind. Wir müssen diese neuen Technologie oder wiederbelebten Technologie weiter daran arbeiten, aber momentan mit der chemischen Unkrautbekämpfung die Stellschrauben finden, wo wir jetzt noch effizienter werden können. Und ich glaube, da können Sie uns ganz hilfreiche und wichtige Hinweise geben. Und damit möchte ich gerne an Sie übergeben und Ihre Präsentation starten. Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Überleitung. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, Applikationstechnik, ich sage es mal ganz vorsichtig, ein vielfach unterschätzter Sachbereich, weil wir seither immer genügend Chemie zur Verfügung hatten. Aber ich sage immer, nicht umsonst ist die Spritze eigentlich die Schlüsselmaschine auf dem Betrieb, weil hier wird über Erfolg und Misserfolg entschieden. Das Ganze vielfach diskutiert, eben auch, ich habe es jetzt hier mal abgewandelt, ein bisschen nach dem Kollege Friesleben, die goldenen Regeln der Pflanzenschutztechnik ist natürlich regelmäßig gewartetes Gerät, vor allem dann auch zur Gerätekontrolle. Das haben wir seit 1993, da sind wir eben auch ohne groß zu murren in das Schema reingerutscht. Natürlich immer schön sauber machen. Was aber ein Thema ist, ist tatsächlich exakt kalibriert, weil wir müssen eben nur alle 3 Jahre zur Gerätekontrolle. Und das heißt einfach, wir müssen in den anderen beiden Jahren wirklich mal den Messbecher bemühen, sodass wir hierher gehen können und sagen können, die Spritze funktioniert sauber und richtig. Hier wird die Dosierung sichergestellt, deswegen Kalibrierung ein ganz entscheidender Faktor. Dann aber auch die Düsenwahl. Das heißt, hier sind wir einfach in der Situation, ich sage es jetzt mal ganz grob, wir kriegen viele Informationen der Düsenhersteller bezüglich der Tropfengrößen. An diesem Beispiel, je nachdem, wie meine Zielfläche ist, ist es einfach wichtig, dass wir nicht zu grob die Tropfen wählen, also allen Schwerpunkt auf die Abdriftminderungsklasse legen, sondern eben auch die biologische Leistung im Augenmerk behalten. Das kann ich über die Düsen entscheiden. Wasseraufwand hier natürlich so ein bisschen an
am Getreidebau vielleicht auch orientiert. Ich muss natürlich meine Bestände kennen. Hier kann ich eben mit der Wasseraufwandmenge spielen, weil eben am Ende des Tages auch die Wasseraufwandmenge als billigstes Produktionsmittel in dem ganzen Konzert noch der entscheidende Faktor mitgelegt werden kann. Da muss ich mich an die Witterung eben entsprechend auch anpassen. Dann natürlich Fahrgeschwindigkeit. Die Traktoren machen es uns manchmal schwer, langsam zu fahren. Das heißt, hohe Fahrgeschwindigkeiten, um die entsprechende Schlagkraft zu erhalten, zu besitzen, ist man geneigt, gerne schnell zu fahren. Aber es steht in der guten fachlichen Praxis noch sowas wie 6 bis 8 Kilometer pro Stunde drin. Das heißt, weil hier haben wir eben einen sehr schönen Kompromiss, dass wir sagen können, wir haben eine optimale Anlagerung, weil eben auch die Gestängebewegung, da gehe ich später noch drauf ein ganz entscheidender Faktor ist, die über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Und in Deutschland ist es natürlich der Punkt, Abstandsauflagen müssen beachtet werden, denn die Abstandsauflagen, die dienen einfach dazu da, dass wir überhaupt noch Pflanzenschutzmittel auf dem Markt haben. Die müssen wir einfach ernst nehmen, denn sonst gehen uns noch mehr Mittel von der Fahne. Also von daher, das sind Parameter, die jeder eigentlich schon verinnerlicht hat, der in dem Bereich unterwegs ist. Die gute fachliche Praxis hatte ich angesprochen. Das sind natürlich die Themen, wo wir sagen können, wir haben nicht mehr als 25 Grad Celsius, eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 90%, Windgeschwindigkeiten bis maximal 5 Meter pro Sekunde. Und das sehen wir eben auch schon, dass genau diese Bedingungen uns das Leben manchmal schwer machen. Denn wann haben wir solche Bedingungen? Ich sage immer nicht allzu oft. Und das ist eigentlich auch ein Kernthema. Wir müssen eine hohe Schlagkraft haben, ob das jetzt immer die Tandemspritze mit fast 12 Kubik Fassungsvolumen ist, das sei mal dahingestellt. Aber wir brauchen diese hohe Schlagkraft, um zum optimalen Zeitpunkt kommen zu können. Und da kann ich mir natürlich dann auch noch über Gestängebeleuchtungen etc. mein Fenster noch ein bisschen ausdehnen. Hier unten habe ich mal noch blattfeuchte Tau mit aufgeschrieben. Das kann immer wieder ein Thema sein. Da muss ich meine Wassermenge entsprechend anpassen. Also diese Parameter sind auch entsprechend einzuhalten, sodass wir da nicht drum herum kommen. Und wie Sie das Ganze umsetzen können, da möchte ich Ihnen jetzt auch eine kleine Hilfestellung geben, weil wir bekommen immer wieder die Frage, woher soll ich überhaupt wissen, was für Windgeschwindigkeiten habe ich, was für Temperaturen am Bestand. Meistens werden dann im Nachgang die Wetterstationen von Flughäfen etc. herangezogen. Aber hier bietet zum Beispiel Müller Elektronik eine Nachrüstlösung mit einer Isobus-Wetterstation auf dem Schlepper, die mir eben feldspezifische Wetterinformationen in die Fahrzeugkabine leitet. Das ist natürlich die High-End-Ausstattung, um mich absichern zu können, damit ich hier eben die Parameter noch variieren kann. Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, sollte zumindest mal sich über sowas Gedanken machen. Das ist jetzt hier am Beispiel von der Firma Lechler, ein Pocket Wind nennt sich das. Der gibt mir Informationen zur Windgeschwindigkeit, minimal, maximal, bis hin zum Durchschnitt, Temperaturen, Taupunkt, also viele Informationen. Den kann ich entweder dann am Anfang mal mich überprüfen am Feld oder aber auch dazu übergehen, um eben das Ganze irgendwo auf ein Stativ am Feldrand mal hinzustecken und für mich einfach zu notieren, einfach auch im Nachgang, um eine Maßnahme besser beurteilen zu können, ob es an der Technik, am Mittel oder vielleicht doch am Wetter gelegen hat. Ja, Düsentechnik ist so ein bisschen das Kernthema, weil wir eben sagen können, die Düse ist das Bindeglied zwischen Mittel und der Zielfläche. Bei der ersten NAK praktisch zum Boden runter, recht flach. Was gesetzt ist, sind Injektordüsen schon seit Jahrzehnten. Wir haben eben hier den Effekt, dass wir große Tropfen generieren, aber diese eben mit Luft gefüllt sind, sodass sie beim Auftreffen zerplatzen und wir trotz alledem eine gute Blattbelegung hinbekommen. Ob ich jetzt im Bereich der kurzen Injektordüsen oder langen Injektordüsen sind, das hat eigentlich nur was damit zu tun, welchen Spritzdruck ich fahren möchte. Das heißt, bei der kurzen, als Gedankenstütze sage ich immer Zentimeter gleich Bar, haben wir 2,5 Zentimeter. Das heißt, da kann ich bei 2 bis 3 Bar schon optimal spritzen. Die lange, die hat eben 4 bis 5 Zentimeter, je nach Hersteller. Und das ist auch der Spritzdruck, den ich da anlegen sollte, um
die Düse in ihrem Optimum zu fahren. Das heißt, dass wir eben nicht nur bei der Spritze eine optimale Auslegung haben, nicht nur beim Schlepper eine optimale Auslegung, auch die Düse möchte in ihrem Betriebsoptimum gefahren werden. Oft stellt sich einfach die Diskussion Flachstrahl, Doppelflachstrahl. Hier mal am Beispiel eine Werbeaufnahme bezüglich des 25 cm Düsenabstandes, der aktuell gerade wieder extrem hochkocht. Ich sage nur eins, Stichwort Bauernmilliarde. Aber da darf ich Sie bitten, dass ich sage jetzt mal ganz vorsichtig die mathematischen Grundkenntnisse nicht beim Ausrechnen, wie viel 40% bedeutet, was ich zurückbekomme, sondern auch, dass mir klar sein muss, dass ich eben doppelt so viele Düsen am Gestänge habe und ich hier natürlich nicht mit einem 0,3er Kaliber fahren kann, weil es entspricht quasi einem 0,6er Kaliber, also 2,5 Liter pro Minute und Düse quasi bei 3 Bar. Das heißt, hier müssen wir eben damit aufpassen, denn was im 25 Zentimeter Abstand tatsächlich dann aktuell noch funktioniert, ist eine 0,2er Größe. Hier am Beispiel eine CVI aus dem Hause Agrotop. Lechler bietet mittlerweile auch eine IDK 9002 an, dass wir eben legal einsetzen können bei gleichzeitigem Erhalt der Abdriftminderungsklasse. Und das zeigt uns eben ganz deutlich, dass wir hier durch das kleine Düsenkaliber und den niedrigen Gestängeabstand zur Zielfläche, und da sprechen wir eben über 40 Zentimeter zur Zielfläche, das heißt, wir befinden uns 40 Zentimeter über dem Boden und gerade der Gestängeabstand ist ein ganz entscheidender Faktor, auch bei einer normalen, ich nenne es jetzt mal normale Applikation mit 50 Zentimeter Düsenabstand, nicht das Gestänge auf einen Meter führen, sondern wirklich so weit es geht nach unten, damit wir eben wenig Abdrift haben, eine optimale Belegung und so weiter. Und wenn ich darüber nachdenke, mir 25 Zentimeter Düsenabstand mit einzukaufen, dann bitte nicht am Ultraschallsensor, wie hier dargestellt, einsparen. Denn ja, die kosten ein bisschen Geld, aber bei 27 Meter oder mehr, dann komme ich einfach mit 2 Ultraschallsensoren nicht mehr aus. Das heißt, es müssen mindestens 4 Sensoren sein. Hier nur der Hinweis, je nachdem, in was für einer Region Sie unterwegs sind, kann es eben sein, dass Sie den äußeren Ultraschallsensor auf das letzte Element des Auslegers verlegen müssen. Hier mal eine Praktikerlösung, weil normalerweise saß der hier hinten weiter innen. Aber wenn Sie sich vorstellen, wir gehen auf 30, 40 Zentimeter Zielflächenabstand runter, dann haben wir eben die Situation, die wenigsten Flächen, die wenigsten Felder, Feldstücke sind topfeben, oftmals gern wie so eine Untertasse ausgeprägt. Das heißt, hier ist eben dann bei 30 Zentimeter Abstand und wenn ich am Feldrand unterwegs bin, das Risiko groß, dass ich Bodenkontakt habe. Deswegen den Ultraschallsensor nach außen gelegt. Bei 4 oder noch mehr kann eben auch mal eine Fehlstelle rausgerechnet werden und dann macht mir das natürlich das Leben leichter. Generell beim 25 cm Düsenabstand Filterung beachten. Also hier wirklich Wert drauf legen. Wir brauchen im Druckfilterbereich, brauchen wir die Option, mindestens 80 bis 100 Maschen Druckfilter zu verwenden. Der Saugfilter deutlich kleiner, weil der ist eigentlich nur dazu da, grobe Partikel rauszuhalten. Wer möchte, kann optional noch Düsenfilter einsetzen, gegebenenfalls auch Teilbreitenfilter. Aber vorgeschrieben und wirklich notwendig sind die Abfilterungen im Bereich des Druckfilters und da dann wirklich ein entsprechend feines Maschenweite verwenden, damit Sie auch guten Pflanzenschutz betreiben können. Aber jetzt komme ich mal zu den Düsen und hier eben der Punkt Flachstrahl und Doppelflachstrahl. Wir sehen es hier eigentlich schon, es geht ein Strahl nach unten weg, bei der Doppelflachstrahl nach vorne, nach hinten. Wo liegen eigentlich die Vorteile? Wo kann ich mich hier eben noch absichern? Gerade bei der ersten NAK geht es vielleicht noch, wenn ich aber dann ein bisschen weitergehe, dann kann es da eben schon Probleme geben, wenn ich mit einer Flachstrahldüse komme. Und nur der eine Hinweis sei gestattet, je nachdem, was für ein System Sie fahren, also was für ein Spritzensystem Sie fahren, beim Hubmast haben Sie meistens am Anfang, und das geht auch in die NAK-Geschichten rein, haben wir das Gestänge tief unten, haben wir kein Problem hinter der Spritze,
Aber sie wollen ja vielleicht die Düse auch im Getreide oder ähnlichen Kulturen einsetzen. Heißt, sie nehmen das Gestänge dann hoch und dann kann es hinter der Spritze zum Anspritzen des Gerätes kommen. Und wir haben hier eben eine schlechte Wirkung, weil wir nur den halben Spritzstrahl nach unten bekommen. Da alternativ einfach dran denken, dass Sie hinter der Spritze eine Flachstrahldüse einsetzen. Da gibt es Mischbestückungen, die auch eingetragen sind, sodass wir hier auch die Abtriffminderungsklasse haben. Und da ist dann eben auch der Vorteil, dass wir eben nicht auf den Effekt der Doppelflachstrahldüse verzichten müssen. Betrachten wir aber primär mal unsere Rübe. Wir haben hier eine Frontalansicht, hier mal aus einer Bachelorarbeit, die 2013 schon gelaufen ist. Wir haben es immer wieder, wir schauen jetzt von vorne drauf, mit Schattenwirkungen zu kämpfen. Und hier haben wir natürlich optimale Bereiche, wo sich Unkräuter etablieren können oder auch, wenn ich dann in Insektizidenbereich oder Ähnliches gehe, später Bereiche, wo wir nicht richtig hinkommen. Da liegt natürlich dann die Vermutung nahe, wenn wir mit einer Doppelflachstrahldüse hier jetzt einfach mal in der Seitenansicht, also dass wir da Fahrtrichtung nach rechts haben. Hier sehen wir eben schon, durch die vor- oder rückwärts gerichteten Spritzstrahle komme ich eben tiefer unter die Blätter hin, sodass wir hier eben den Bereich, wo kein Mittel dann hinkommt, deutlich minimieren können, sodass wir eben am Ende des Tages dann auch gute Wirkungsgrade erzielen können. Also, dass wir eben uns nicht mit 80% zufrieden geben, sondern da dann eben höhere Wirkungsgrade erzielen können. Was gibt es im Bereich der Doppelflachstrahldüsen? Ich möchte es hier mal in der Kategorie der langen Injektordüsen Ihnen darstellen. Zum einen hier mal ein Beispiel der Highspeed. Das ist lotrecht nach unten gezogen, ein Spritzwinkel in Fahrtrichtung 10 Grad nach vorne, 50 Grad nach hinten, also eine asymmetrische angestellte Düse, die auch im Kartoffelbereich oder später, wenn ich zum Beispiel dran denke, dass ich auch eine Bestandsdurchdringung brauche, kann mir dieser 10 Grad Winkel leichte Vorteile bringen, denn ein senkrechter Spritzstrahl ist immer besser in der Bestandsdurchdringung als natürlich ein schräg angerichteter Winkel. Das Ganze gibt es jetzt auch aus dem Hause Lechler, IDTA. Und ich stelle Ihnen hier wirklich dann auch nur die Düsen vor, die gleichzeitig auch die entsprechende Driftminderungsklasse erzielen können, sprich 90% bei bestimmten Druckbereichen. Hier haben wir eine 30-50-Grad-Anwinkelung und zu guter Letzt eine symmetrische Anwinkelung. Das heißt 30 Grad nach vorne, 30 Grad nach hinten. Was Sie jetzt am Ende favorisieren in diesem Bereich, mag vielleicht auch ein bisschen im philosophischen Bereich liegen, sind aber sehr gute Optionen, um meine Wirkungssicherheit noch nach oben ziehen zu können. Hier ein Beispiel einfach mal aus dem Hause Lechler. Die Empfehlungen, die dort gegeben werden, kurze, lange Injektordüse, je nach Druckbereich, IDKT, T steht hier für Zwilling, dass wir eben im Anfangsbereich pauschal eigentlich auf eine Doppelflachstrahldüse setzen können. Im Fungizid-, Insektizidenbereich, je nachdem, wie dicht die Bestände sind, kann ich auch schon mal dann lieber auf eine Flachstrahldüse zurückgreifen, um eben hier besser nach unten durchzukommen. Und das Ganze hat sich eben auch der Kollege in seiner Bachelorarbeit mal angeschaut, 2013. Wir haben eine klassische Aufwandmenge 250 Liter Hektar, 6 km/h bei 3,3 bar, also bei einer kurzen Injektordüse. Und mal hier oben exemplarisch dargestellt, er hat eine weiße Tapete ausgerollt in den Reihen, hat die drunter gelegt und hat dann mit einem Farbstoff appliziert, oben eben mit einer Flachstrahl, hier unten mit einer Doppelflachstrahldüse. Und genau das sind natürlich die kritischen Bereiche, wie sie von der Düse aus gesehen da sind. Hier haben wir die größeren Blätter und dann sehen wir eben ganz klar, dass hier weiße Bereiche übrig bleiben. Hier haben wir die Abschattung und hier haben wir natürlich dann das Problem, dass da Unkräuter sich etablieren können. Und lediglich die Düse geändert, Doppelflachstrahldüse, also 30 Grad nach vorne, 30 Grad nach hinten gespritzt, haben wir hier auch diese Blätter. Aber wir sehen hier schon die weißen Flächen im Vergleich zu dem hier oben. Da finden sich mehrere Punkte unterhalb dieser Blätter. Das heißt, hier haben wir eben schon den Effekt, dass wir auch unter die Blätter kommen. Und hier eben der klare Vorteil,
bei der Doppelflachstrahldüse liegt. Seine Schlussfolgerung war auch, dass die Doppelflachstrahldüsen eben die Applikationsqualität erhöhen. Eigentlich nur der Hinweis, dass man hier eben natürlich mit einer Eindüsenstrategie nicht ganz zurande kommt, sondern dass ich hierfür eben dann meine Doppelflachstrahldüse reindrehe und dass eben Flächenapplikationen eignen sich nicht oder, das habe ich jetzt mal noch eingefügt, nur eingeschränkt für Spätbehandlungen. Das heißt, hier müssen wir eben schauen, je nachdem, wie dicht die Bestände sind, wie mastig die Bestände sich darstellen, dass wir hier eben dann auf andere Möglichkeiten zurückgreifen können. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon in die Richtung Bandapplikation. Ich war jetzt hier mal so frei aus meinem Geburtsjahrgang 1966, schon die Entwicklung ganz weit vorne, Bandspritzeinrichtung hier mal mit einer Einzelkornsämaschine. Das heißt, Bandapplikation ist nichts Neues. Bandapplikation, also gerade vor diesem Kontext, wir möchten Mittel einsparen, kombinieren mit einer Hacktechnik, das wurde vorher schon angesprochen. Gibt es da überhaupt was Neues? Was hat sich da bisher getan? Ich muss mir einfach vor Augen führen, da kann ich eben nicht pauschal dieselben Düsen verwenden, wie ich sie sonst in der Flächenapplikation verwende, sondern auf spezielle Banddüsen zurückgreifen. Hier mal eine 40-Grad-Bandspritzdüse mit 30 cm Zielflächenabstand ergibt dann eben 20 cm Band, das ich behandeln kann. Das muss mir eben bewusst sein. Auch da muss ich meine Mittelmenge natürlich entsprechend berechnen, dass ich eben nur das Band, das behandelt wird, auch nur kalkuliere, was ich an Mitteln mitnehme. Und dann ist es eigentlich an mir gelegen, ob ich eine klassische Bandspritzdüse habe oder eine Unterblattspritzeinrichtung. Da kann ich eben durch Drehen und Verschieben noch entsprechend mein Band einstellen. Das ist nichts Neues, kann ich wunderbar auch in den kleineren Betrieben angehen. Aber gerade hier auch in der Bachelorarbeit war dann eben schon darauf hingewiesen, wenn ich schon so eine Unterblattspritzeinrichtung habe, dann kann ich natürlich über die Blattheber mir die Wirkung absichern und meine Kulturpflanze auch noch ein bisschen schützen. Wichtig ist, seither gab es die klassische 80-Grad-Bandspritzdüse, die dann auch die entsprechende Abtriffminderungsklasse gebracht hat. Hier hat sich einiges getan. Da gibt es jetzt eben auch noch eine Zungendüse, die ich zum Beispiel wunderbar in der Kombination mit dem Hackrahmen oder in einem getrennten System anbauen kann. Also die spritzt über 90 Grad Umlenkung nach unten. Auch hier die 90%, da geht in Deutschland einfach nichts drüber. Ja, ich kann natürlich eine Bandspritzeinrichtung für all diejenigen, die jetzt vielleicht vor 3 Jahren eine Spritze gekauft haben und sich überlegen, was kann ich tun, wenn ich auf die Bandapplikation umsteigen möchte, kann ich zum Beispiel mit der sogenannten Dropleg-Technik mir meine Spritze als Bandspritze herrichten. Wir kennen die Droplegs hier aus Versuchen im Raps. Da war ein Hauptansatz, unterhalb des Blütenpaketes spritzen zu können. Und jetzt eben auch nur durch einen einfachen Düsenwechsel die Düse nach unten bringen, so dass ich hier eben in den Bereich noch besser runterkommen kann, dass ich eben hier besser, gleichmäßiger noch den Belag hinbekomme. Wir werden nie eine Querverteilung über die gesamte Breite bekommen, wie mit einer Feldspritze. Das ist ganz klar, aber wir kommen deutlich mit weniger Abschattungen aus. Seither immer ein Problem bei den gezogenen Spritzen und Verwendung der Dropleg-Technik. Wie bekomme ich die Dropleg geklappt? Weil normalerweise hängt die hier senkrecht runter. Wir sehen es im Mittelteil hier hinten, da macht uns nichts aus. Und da hat Horst Leb auf der letzten Agritechnica ein System vorgestellt. Man sieht es hier unten, das sind praktisch wie so Fingerhaken. Da hänge ich die Dropleg ein, egal welcher Hersteller. Und wenn ich dann das Feld wechseln will, kann ich das von der Kabine aus nach hinten ziehen. Oder ich habe eine clevere Schmiede vor Ort, die mir über Seilzuglösungen das Problem lösen kann. Und wo ich die Dropleg dann einsetze, ob im Raps, ob im Mais, ob in der Kartoffel auch in Richtung Insektizid, Fungizideinsatz, kann ich eine Dropleg einsetzen. Hier aus dem Hause Agrotop, Dropleg Beluga oder die Lechler Dropleg, die beiden Systeme sind aktuell am Markt, sind natürlich um die 100 € pro Dropleg durchaus kostspielig.
Aber wenn ich mehrere Einsatzfenster habe, bis hin zur Flüssigdüngung, wenn ich eine Flüssigdüngerdüse einbauen kann, kann ich eben meine bestehende Spritze auch optimal im Rübenanbau als Bandspritzung einsetzen. Hacken und Spritzen ist auch nichts Neues. Wir sehen hier in diesem Bereich natürlich dann die Hacke und die Spritzdüse. Aber da sage ich, wir müssen uns irgendwo auch davon verabschieden, dass wir dann immer von 0 auf 100 springen wollen. Wir können nicht 100% der Herbizidmaßnahme auf einmal mit der Hacke erledigen, weil dann wäre Adama, glaube ich, auch nicht so glücklich oder andere Hersteller. Aber was das größere Problem ist, die Spritze mag es gern trocken, die Spritze mag es gern feucht, die Hacke mag es gern trocken. Also zwei unterschiedliche Einsatzzeitfenster. Und wenn ich Hacke und Spritze kombiniere, gehe ich immer in einem Mittelding, in einem Zwischenbereich raus. Das heißt, eigentlich kein Optimum für beide Systeme. Und spätestens dann, wenn wir mal wieder ein feuchtes Jahr bekommen, dann mit der Hacke unterwegs zu sein, wünsche ich viel Vergnügen. Da verlagern wir eigentlich nur das Unkraut und es wächst eigentlich sehenden Auges gleich wieder an. Was ich damit meine, ist, wir müssen uns die Modularität erhalten. Wir werden Jahre bekommen, da können wir mit solchen Systemen, auch in kleineren Strukturen, optimal mit auskommen. Aber wenn es dann entsprechend trockener ist, dann kann ich mit der Hacke viel reißen, auch entsprechend viel Mittel einsparen. Aber wenn wir feuchte Jahre bekommen, dann muss ich eben auch das Schwerpunkt wieder auf die Chemie legen können, um saubere Bestände zu bekommen. Blattheber habe ich vorher schon mal angesprochen, durchaus eine Hilfestellung, auch nichts Neues. Die schützen mir eben meine Nutzpflanze und da ist eben extrem Schwung reingekommen, nachdem wir jetzt Amazone-Schmotzer die Fusion haben. Andere Hersteller bieten auch Lösungen an. Mit den entsprechenden Feuerwehrmaßnahmen kann man es eigentlich ganz gut nennen, um gezielt dann zu kommen oder dann eben auch Lemken-Stecke-Tee. Hier nur mal einfach nur als Beispiel, wie groß die Variabilität auch bei den Hackgeräten ist. Wie nah ich an die Reihe hacken möchte, das hat ein bisschen was mit Risikofreude zu tun. Aber wenn ich zu risikofreudig bin, dann nehme ich mir natürlich auch viel von der Kulturpflanze mit raus und kann eben dann auch in anderen Kulturen entsprechend hacken oder dann Kulturen schützen über bei Dammkulturen, Möhren zum Beispiel, dass ich dann hergehen kann und meine Kultur schützen, dazwischen spritzen. Aber da ist eine Menge Potenzial drin. Aber nochmal, Hacke und Spritze haben unterschiedliche optimale Einsatzfenster. Geschweige denn, bei der Spritze reden wir gerne über 36 Meter und bei der Hacke haben wir natürlich das Problem, die Arbeitsbreiten wären größer, Kameraerkennung ist möglich, alles wunderbar, aber das muss auch alles bezahlbar bleiben. Was uns da auch ein bisschen zur Seite steht oder zugute kommt, sind solche Systeme am Beispiel von der Firma Querneland. Hier mal für Flüssigdünger. Ich habe es mal als Spritze ohne Gestänge genannt. Isobus-Konnektivität, das heißt, da haben wir ein Fasssystem mit Frischwasser, mit Reinigungsdüse, mit Rührwerk etc. drin. Und das kann ich eben im Front anbauen oder auch im Heck, je nachdem, wo ich meinen Hackrahmen führe, wo ich meine Bandspritzeinrichtung führen möchte, also ein System, um eben, wenn ich schon eine Hacke habe, das gibt mehrere Hersteller jetzt, die solche Frontfasssysteme anbieten, um sicherstellen zu können, dass wir auch die volle Rührwirkung eben mit dabei haben und hier uns dann optimal auf dem Acker bewegen können. Wenn ich aber darüber nachdenke, dass wir Hacke und Spritze auseinanderziehen wollen, soll das nur als Gedankenstütze dient, dann darf RTK nicht in der Planung liegen, sondern dann wird es flächendeckend eingesetzt, von der Aussaat bis zur Ernte. Weil da brauchen wir höchste Genauigkeit und bei der Spritze höchste Genauigkeit, vor allem in der Gestängebewegung. Und hier meine ich jetzt nicht nur nach oben und nach unten. Da haben wir eben eine Variabilität von 80-120% in der Ausbringmenge. Das hat ein bisschen was mit der Überlappung zu tun. Das war hier mal aus einer Veranstaltung Landtechnik für Profis. Aber eben auch in Fahrtrichtung, die horizontale Gestängeschwingung, da haben wir eben Variationsbreiten bis 400% und entsprechende Unterdosierung möglich. Also da muss ich ganz klares Augenmerk
über Ultraschallsensoren, Dämpfungssysteme im Gestänge und vor allem auch die Gestängehöhe, die Lage muss dann entsprechend gut ausgelegt sein. Richtig Fahrt aufgekommen ist hier 2013 mit dem Boom Control von der Firma Horsch Leeb und auf der letzten Messe kam dann eben das Swing Stop von der Firma Amazone, dass sich vor allem die Fahrtrichtung angeschaut hat. Das heißt, hier haben wir eben Puffer, sage ich mal, die das Gestänge in Fahrtrichtung abpuffern, wenn Gestängebewegungen eingeleitet werden, um eben noch exakter draußen applizieren zu können. Und das ist sicherlich auch eine Grundvoraussetzung, wenn ich mir über so eine Entzerrung der beiden Systeme Gedanken mache. Wer jetzt mit den Düsen, ich hatte vorher angesprochen, durch ein Verdrehen der Düse kann ich meine Bandbreite noch variieren. Es gibt Agrotop, hier hat zum Beispiel eine Düsenkappe auf den Markt gebracht. Da kann ich eben zwischen den 7 Grad Verschränkung, die ich bei einer Flächenapplikation habe, und 45 Grad durch einfaches Umdrehen innerhalb der Kappe variieren, sodass ich dann nur über ein Kappensystem auch eine Bandspritzeinrichtung habe. Aber da haben die Ergebnisse oder die Versuche gezeigt, dass das nur ein Kompromiss ist. Wenn wir schon über eine Entzerrung nachdenken, dann gehe ich mal davon aus, dass wir entweder ein System haben, dass ich in der Reihe bei entsprechender Bandbreite spritzen kann oder in der Reihe spritzen, zwischen der Reihe, wenn ich einen 25 cm Düsenabstand habe, ein anderes Herbizid bringen kann oder eine Hacke laufen lassen kann. Und das ist eben keine Zukunftsmusik mehr. Das ist hier am Beispiel von Horsch Leeb von der Kabine aus zu lösen, dass wir eben dann, und wir sehen hier auch die Gestängelage nach unten, dann wird mein Band entsprechend bestimmt, weil wenn ich das Gestänge hochnehme, nimmt die Bandbreite zu und auch die Driftneigung. Das Ganze haben wir eigentlich auch gesehen, 2019 auch entsprechend prämiert. Hier am AMA Select Row kam natürlich aus dem Kartoffelbereich, aus den Niederlanden ein bisschen motiviert. Aber durch die Positionierung des Düsenstocks können wir hier, obwohl wir alle 50 Zentimeter nur einen Düsenstock haben, aber durch diese links und rechts, durch die Ärmchen, können wir eben 25 Zentimeter generieren, um eben unterschiedliche Möglichkeiten zu kreieren. Wir sehen hier auch schon im Gestänge Löcher. Also wenn ich zum Beispiel über einen Dropleg-Einsatz nachdenke, kann ich hier auch schon die Dropleg entsprechend anbauen, ohne die Montageplatten bemühen zu müssen. Der Vorteil bei diesem System ist, ich habe in einer Spritze die klassische Flächenbehandlung, wie zum Beispiel bei der ersten NAK, dass ich da gut spritzen kann. Und dann eben später, wenn ich auf eine Bandspritzung rübergehen möchte, kann ich per Knopfdruck einfach dann auf die Bandspritzung umschalten mit der entsprechenden Düse und kann eben hier durch dieses Raster, ich sage jetzt mal, von 50 Zentimeter Band bei der Rübe bis hin zu 75, bis hin zur klassischen Flächenspritzung alles damit erledigen. Jetzt werden Sie sicherlich denken, naja, ist ja schön und gut, was der da erzählt. Vielleicht von Technik hat er ein bisschen Ahnung, aber wir legen unsere Rüben immer noch auf 45 Zentimeter. Das ist natürlich genau der Knackpunkt. Mit einer Dropleg kann ich natürlich die 45 Zentimeter leichter realisieren, also in der Nachrüstung. Wenn ich auf solche Systeme setze und es gibt schon Betriebe, die auch auf einen 50 Zentimeter Abstand gehen, da können wir uns eben vielleicht Gedanken machen, dass das eine Zukunft sein kann. Denn jetzt sage ich es mal vorsichtig, vor ein paar Jahren, ziemlich vielen Jahren, haben wir auch diskutiert über Fahrgassensysteme im Rübenanbau. Und da waren am Anfang die Leute, die gesagt haben, um Gottes Willen, da geht mir Ertrag verloren. Auch in der Überzahl mittlerweile haben wir nur noch Fahrgassensysteme. Also das kann ein Thema sein, wenn da wirklich Einsparpotenziale, Absicherungen der Wirkung drin liegen, dann müsste man sich Gedanken machen, ob man eben vom Legen bis zur Ernte Rübenanbau in Richtung 50 Zentimeter shiften kann. Einfach nur mal auch ein kleines Gedankenmodell. Düsentechnik, hier eine kurze Injektordüse aus dem Hause Agrotop. Da steht zum Beispiel dann das E dabei, E für Even Spray, eine gleichmäßige Spritzung, weil wir eben nicht so eine Dreiecksverteilung wollen, sondern wie so ein Rechteck hier haben wollen,
bei entsprechender Ausbringmenge, die auch die entsprechenden Driftminderungsklassen aufweisen. Also auch hier die Industrie dabei, uns zur Seite zu stehen. Und ja, das Bild soll eigentlich nur so ein bisschen vergegenwärtigen. Beim Schlepper ist das ein bisschen verschoben, das Bild. Weil ich sage immer, jedes Produkt für den passenden Betrieb trifft beim Schlepper nicht immer zu. Ich komme aus Süddeutschland, da ist die Schleppergröße nicht einhergehend mit der Schlaggröße oder mit der Betriebsgröße. Man hat gern mehr, was man zeigen möchte. Soll aber auch nur der Hinweis gestattet sein, wenn ich ein Veredelungsbetrieb bin und mein Geld im Stall verdiene, auf Deutsch gesagt, kann ich mit einer Eindüsenstrategie was machen. Da kann ich auch mit dem Kleinschlepper vielleicht was wehren. Da kann ich zwischen Flachstrahl und Doppelflachstrahl über einen Dreifachdüsenkörper, wo ich dann umdrehen muss, wenn ich nicht so viel Rübenfläche dabei habe, um zwischen den Düsen zu wechseln. Das wäre sicherlich für die kleineren Betriebe eine Option. Unterm Strich die kostengünstigste Variation. Hier eben dann für die größeren Betriebe, ich nenne es mal vorsichtig Düsengetriebe. Pneumatisch oder mechanisch geschaltete Düsenpositionen, um eben Vorgewendemanagement und Fahrgassensysteme oder entsprechend Kurvenfahrten ausgleichen zu können, indem ich einfach die Düsenkaliber, die Größe wechsle. Je nach Fahrgeschwindigkeit kann ich das bequem von der Kabine aus durchschalten. Bis hin zu Pulsweiten modulierten System, wo anstelle, ich sage es jetzt mal vorsichtig, des Tropfstoppventils ein verdammt schnell arbeitendes Ventil sitzt, angefangen von 10 Hertz Technologie bis 100 Hertz Technologie. Das heißt, dass diese eben bis 50, im Schnitt 50 Mal pro Sekunde schalten können. Und da kann eben der Hinweis sein, über die einzelnen Positionen meine Bänder schalten zu können. Oder aber auch, wenn ich Objekte in den Schlag umfahren muss, nicht unbedingt immer nur hier am Randbereich, Getreide mal gezeigt, wenn ich hier eben keine Rechteckingfelder mehr habe, dann habe ich hier in diesen Bereichen eben die Möglichkeit, dass mir hier die Unkräuter zuwachsen können. Das heißt, hier muss ich eben auf die sogenannte Kurvenkompensation zurückgreifen. Und das kann ich mit den normalen Düsengetrieben schon hinbekommen, dass ich die Düsengröße durchschalte oder eben mit einer Pulsweitenmodulation. Aber da muss ich mir einfach immer die Gedanken machen und Frage stellen. Aus dem Stegreif würde ich sagen, in Düsengetriebe, in einer einfachen Ausfertigung kriegen sie ungefähr für 400 Euro pro Meter Arbeitsbreite und für eine Pulsweitenmodulation geben sie das Doppelte aus. Das muss ich natürlich dann für mich klar werden, ob das wirklich die Zukunft ist und eben auch hier die Möglichkeit, dass wir ja, uns der Sache stellen können, auch wenn ich irgendwelche Windmasten umfahren muss oder Ähnliches. Hier nur mal ein Beispiel. Es gibt aktuell 2 zugelassene Systeme, anerkannte Systeme aus dem Hause T-Jet, das ist Dynajet, und aus dem Hause John Deere. Es sind weitere Systeme gerade aktuell in der Prüfung von Raven und wie sie alle heißen, auch Müller. Sind wir in der Warteschleife sozusagen. Nur noch mal ein kurzer Hinweis ist eben, wie erreiche ich die Variation der Aufwandmenge mit einer Düse, indem ich mit einem relativ großen Düsenkaliber ins Gestänge gehe. Das heißt, wir haben eigentlich von der 0,5er Düse aufwärts die Düsen drin und durch das Unterbrechen, den sogenannten Duty Cycle, variiere ich diese Menge. Also gehe ich auf 50% Duty Cycle runter, also nur 50% der Zeit ist die Düse offen, entspricht das ungefähr, nicht exakt, aber ungefähr der Hälfte der Ausstoßmenge. Das heißt, hier kann ich eben dann vom 0,25er, 0,3er Kaliber bis 0,5 die Sache realisieren. Bei gleichbleibendem Tropfen, wenn ich Düsengrößen wechsle, habe ich natürlich unterschiedliche Tropfengrößen. Nur da würde ich einfach sagen, da ist eine Zukunftstechnologie vorhanden. Aber wir müssen eben abwarten, ob das auch wirklich dann in der Zukunft die biologische Leistung bringt, um eben jetzt mal zu sagen, mit großen Tropfen bei einer Fuchsschwanzbekämpfung oder Ähnlichem. Ja, das muss es erstmal nur nachhalten und dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, als einfach nur auf und zu machen.
zeigt dann auch die Situation, dass wir eben nicht alle gleichmäßig auf und zu machen, sondern alternierend einbauen müssen, damit wir die Querverteilung noch hinbekommen. Aber das ist eigentlich in die Zukunft geblickt. Eine Option hier aus dem Hause John Deere, dass Dual Exact Apply, zwei Leitungen auf ein Pulsweitenmodulationsventil geschaltet, so dass wir hier keinen großen Tank mehr haben, sondern nur noch 110 Liter Stammlösung zudosieren, so dass wir von der flächigen Behandlung bis hin praktisch zwischen den Reihen, quer zur Reihe oder dann sogar noch einzelne Nester rausspritzen mit einem PWM-Ventil spritzen können. Das ist sicherlich noch Zukunft, deswegen auch diese Pseudo-Regenbogenfarben, ist noch nicht alles realisiert, aber da steckt auf jeden Fall Zukunft drin. Wenn ich aber bei aller Düsentechnik vielleicht meine Zeitpunkte nicht optimal erwischt habe und ich von Anfang an reinen Tisch gemacht habe und ich hinterher einfach dann mehr Unkrautbestände habe als Rübenbestände, gibt es sicherlich auch mechanische Lösungen, die recht wild aussehen. Da dreht sich auch einiges. Bloß ob das das Ziel sein sollte, dass man sich so ein Gerät anschafft, wie hier bei der Profi mal gesehen, sei mal dahingestellt. Und da möchte ich eben auch sagen, das sollte am Ende eigentlich eher die Ausnahme sein. Wichtig ist, über die Düsentechnik und da in den ersten zwei NAKs auf jeden Fall mit einer Doppelflachstrahldüse von Anfang an reinen Tisch machen. Dann brauche ich noch nicht auf die Bandapplikation setzen. Wenn später einfach mal eine Feuerwehrmaßnahme kommt oder ich kombinieren muss mit der Hacke, dann kann ich vielleicht über eine Droplek auch eine bestehende Spritztechnik auf den Weg bringen oder ich investiere jetzt eben in solche Systeme wie ein Amaselect Row. Und da darf ich mich dann für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich schon auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Kramer, für die sehr ausführliche und umfangreiche Darstellung. Wir haben auch schon einige Fragen und ich würde auch direkt starten mit den Fragen. Die erste Frage, die wir bekommen haben, ist: begrenzt der Gesetzgeber die Fahrgeschwindigkeit? Sind 16 km/h bei entsprechend guten Rahmenbedingungen erlaubt oder bin ich dann grundsätzlich im roten Bereich? Fahrgeschwindigkeit über die gute fachliche Praxis, 6 bis 8 km/h ist festgeschrieben, es sei denn, technische Möglichkeiten geben mehr her. Das ist so etwas schwammig ausgedrückt. Es ist auch keine gesetzliche Vorgabe. In aller Regel, wenn ich dann dabei erwischt werde, ich muss es aktuell noch nicht dokumentieren. Ich hoffe, dass jetzt bei den 200 Teilnehmern keiner von einer Umweltbehörde oder Ähnlichem mit dabei ist, der jetzt mitschreibt. Also da muss man eben aufpassen, aber auch neben dem gesetzlichen Part würde ich mir immer die Frage stellen, gerade wenn ich an eine Droplet-Technik denke, dass ich dann natürlich auch alles noch stabil halten muss. Weil wenn ich mit 16 km/h unterwegs bin, habe ich viel mehr Gestängebewegungen normal und auch bei einer Bandapplikation schon drin. Deswegen pauschal bin ich nicht gleich im roten Bereich. Im schlimmsten Fall, wenn mich jemand dabei erwischt wird, bekomme ich eine Anordnung, dass ich es eben einhalten muss und muss mich dann eben ein bisschen zügeln. Vielen Dank. Eine Frage zum Thema Düsentechnik. Wie bewerten Sie den Einsatz von Doppelflachstrahldüsen und Flachstrahldüsen im Wechsel bei 25 cm Düsenabstand? Ist eine schöne Möglichkeit, dass ich auf drei Strahlebenen unterwegs bin. Das kann ich überall da einsetzen, wo keinerlei Abdriftminderungsvorgaben auf Mittelebene gegeben sind. Weil sobald ich eine Abstandsauflage einhalten muss, gibt es exakt drei Düsen. Und das sind diese 80-90 Grad Düsen in 0,2er Größe und noch eine 0,15er, weil das vergessen leider die Außendienstmitarbeiter der Gerätehersteller, die empfehlen gern diesen alternierenden Einbau. Wir haben da jetzt in Versuchen nicht wirklich viel bessere Wirkungen gesehen. Ich kann mir da ein bisschen Wirkung absichern, geht aber wirklich nur dann, wenn ich nicht Probleme mit Abstandsauflagen habe, weil sonst muss ich eben im 25 cm Abstand zurückgehen auf diese eine Düsenart und das ist eine 80-90 Grad Flachstrahldüse. Vielen Dank. Dann haben wir hier eine Frage, die geht eher in Richtung alternative Herbizidstrategien, so möchte ich es jetzt mal nennen. Ich weiß nicht, wie viel Sie damit schon zu tun hatten, und zwar die Herbizidtechnik von der Firma Zasso. Sie sind ja den Weg gegangen, Unkrautbekämpfung mit Hilfe von Strom.
Ihr System, das Elektroherb, haben Sie da schon Erfahrung, haben Sie da Einschätzungen zu? Also das Spannende ist, Zasso geht, sage ich es mal ein bisschen ketzerisch, seit vielen Jahren mit einem Gerät in Europa über die Lande und führt es auch vor. Wir haben da auch schon Demos gehabt, haben uns das auch angeschaut. Kollege Klingenhagen, der sich mit den Herbiziden bei uns im Haus beschäftigt, hat da auch immer einen Spaten dabei, guckt dann auch mal ein bisschen nach. Also mal abgesehen davon, dass man gesund sein muss, weil wenn ich einen Herzschrittmacher habe, darf ich da nicht in die Nähe damit kommen. Funkenflug ist ein weiteres Thema, in extrem trockenen Jahren ein Problem von der Wirkung, die lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Und wenn ich mal nachgrabe und mir mal die Regenwürmer anschaue, die damit in Kontakt gekommen sind, wie hat er gesagt, kommt von der Firma die Aussage, es handelt sich um eine populationsregulierende Maßnahme. Ob das dann immer so gern gesehen wird, wage ich zu bezweifeln. Also da fehlt mir einfach auch so das Konstrukt, enorm hohe PS-Zahl notwendig, hoher Energieaufwand. Also ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, halte da nicht allzu viel davon. Dankeschön. Ja, ich denke, dass Thema wird uns sicherlich aber als Alternative noch begleiten. Definitiv. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Hinweis, weil auch da nochmal nicht immer gleich die 100% anstreben, sondern jedes Modul, das mir helfen kann, ob das jetzt, vielleicht klappt es beim einen mit dem Elektrogerät, beim anderen mit der Hacke, beim anderen mit der reinen Bandapplikation, der andere nimmt die reine Flächenapplikation, weil auch nochmal die Exaktheit stellt natürlich ganz, ganz andere Anforderungen, wenn ich Spritze und Hacke auseinanderziehe. Entweder habe ich dann alles auf demselben Rahmen oder ich muss es auf zwei identischen Rahmen installieren. Also das hat dann mit 0815 Landwirtschaft, wo wir sowieso schon weit weg sind davon, nichts mehr zu tun, aber da das Modul zur richtigen Zeit kann mir dann einfach auch helfen. Vielen Dank. Wir haben hier noch eine Frage nochmal zur Düsentechnik. Highspeed-Düsen sagen von Namen hohe Geschwindigkeit. Ja. Also 10 bis 12 km/h die Stunde? Wenn es der Schlag hergibt, wenn es der Trecker hergibt, wenn es die Flächenstruktur hergibt. Highspeed ist damit damals angetreten, vor, ich schätze mal, 12 Jahren, hohe Fahrgeschwindigkeiten zu generieren. Da wurde dann auch noch argumentiert, rein vektorielle Betrachtung, dass sich der Spritzstrahl hin und her zieht. Habe ich jetzt im Feld noch nie so wirklich gesehen. Der Charme für mich ist wirklich diese Kombination 10 Grad Winkel nach vorne, 50 nach hinten. Eine schöne Kombination von Bestandsdurchdringung und Doppelflachstrahleffekt durch den nach hinten gerichteten Spritzstrahl. Ich würde es nicht an der Fahrgeschwindigkeit festmachen, ist eine Top-Düse, die sich über Jahrzehnte jetzt schon bewährt hat. Von daher weniger aus dem Aspekt der Fahrgeschwindigkeit. Da gibt es kein Patentrezept, weil in Baden-Württemberg, Bayern müssen wir andere Geschwindigkeiten anlegen als im Osten oder im Westen wie bei uns. Vielen Dank. Ja, zum Thema Düsen, Düsenwahl, da kommen noch mehr Fragen. Eine Frage kommt zum Thema Highspeed-Düse, sind ja von den Kosten her eher, ja, sag ich mal, höherwertig zu bewerten, kann statt der Highspeed-Düse auch eine IDKT-Düse von Lechler genommen werden? Das ist natürlich überhaupt keine Frage. Das ist das am Anfang, wo ich gesagt habe, IDKT ist die kurze. Da müssen wir einfach aufpassen, weil das kam natürlich aus meiner Heimat, aus Baden-Württemberg. Da war dann nämlich ein Landwirt, der mir auch gesagt hat, oh, das ist der letzte Käse, das funktioniert sowieso nicht. Da war aber die Situation, der hat ein Gestänge in die Front genommen, hat gesagt, na, ich spritze sowieso im niedrigen Druck, hat dazwischen irgendeine billige Schlauchleitung gelegt. Hinten 2 bar angelegt, ist vorne kein Druck angekommen, kann nicht funktionieren. Es ist eine Frage des Spritzdrucks an der Düse. Kann ich die kurze nehmen, wenn ich 2 bis 3 bar nur erzielen kann? Highspeed einfach 4 bar oder mehr, hat eine viel größere Variabilität. Ist eine Vollkeramikdüse, hält mir auch 3 bis 4 mal so lang wie die kurze. Also können beide verwendet werden, da wo es hinpasst. Ist eine Frage des Spritzdruckes. Also die kurzen im niedrigen Druck, die langen einfach im hohen Druck einsetzen. Vielen Dank. Zum Thema Filter. Welchen Druckfilter sollte man bei einer 03er Doppelflachstrahldüse nutzen? Würde ich auch auf einen 80-Maschen-Filter mindestens gehen, um da eben entsprechend feine Partikel abzufiltern. Natürlich aufpassen, nur Mittel von den renommierten Herstellern verwenden, keine dunkle Ware aus dem Kofferraum, hätte ich bald gesagt.
weil da meistens schlecht formulierte Wirkstoffe dann drin sind. Das kommt meistens dann nämlich zum Pudding. Und ein großer Hinweis ist immer, die Leute kaufen sich ein selbstreinigendes Druckfilter und sind der Meinung, damit sind sie das Problem los. Der Abgang geht im Idealfall wieder ins Fass zurück. Den müssen sie auch ab und zu mal spülen. Das fangen sie natürlich auf und entsorgen es natürlich fach- und sachgerecht. Nicht einfach irgendwo hinkippen. Aber auch da bei einer Doppelflaschdialyse würde ich immer auf einen 80-Maschenfilter ähnlich 25 cm Düsenabstand gehen. Plus Spritzenreinigung, Spritzenhygiene ist da ein absolutes Muss. Da muss ich eben regelmäßig reinigen und nicht nur einmal vor Weihnachten oder vorm Einwintern. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für den Hinweis auf die Qualität der Produkte, die sicherlich einen sehr hohen Stellenwert hat. Und ich möchte einfach eine, ich gucke mal zwischendurch nach unten, weil da noch Fragen reinkommen. Eine Frage noch zur Wasseraufwandmenge. Wie entscheidend ist die Wasseraufwandmenge in der Rübe? Der Landwirt, der die Frage gestellt hatte, hat letztendlich keine optimalen Ergebnisse erzielt mit einer Aufwandmenge von 180 Litern mit einer 0,25er Düse. Also das ist eigentlich genau die Wasseraufwandmenge. Das hatte ich vorher kurz angerissen. Aus meiner Sicht das kostengünstigste Produktionsmittel. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Getreidebau mal Versuche gefahren, 150 Liter zu 200 Liter zu 300 Liter. Und da haben wir gesehen, so bei 200, 250 Liter ist so ein Fenster, das mir auch noch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Fehler verzeiht, also Fehler, schlechte Witterung, zu trocken, weil eins ist auch klar, die Konzentration ändert sich bei 150, 180 Liter. Das kann manchmal dann bei kritischen Mischungen problematisch werden. Ich habe natürlich dann auch weniger Tropfen auf meiner Grundfläche, wenn ich dann noch mit zu groben Tropfen komme. Also kurz gesagt, ich würde eher 200, 250 Liter fahren, um mir hier eine Sicherheit mit rauszuholen. Und gegebenenfalls, ich weiß, das ist manchmal dann mit der Befülllogistik ein Problem, über eine Feldrandbefüllung oder wenn ich jetzt eine neue Spritze kaufe, lieber mal 1000 Liter mehr Volumen einkaufen als 500 Liter zu wenig. Also das ist wirklich so ein Punkt. Ich würde nicht unbedingt am Wasser sparen, da wo es Sinn macht, mit einer geringeren Menge zu fahren, auch mal anzusäuern oder ähnliches. Da sind in allen Regionen Versuche gefahren worden. Das ist bekannt. Mit dem Wasser würde ich persönlich nicht sparen, weil nochmal, das gibt mir die Sicherheit, um eben noch bestimmte Maßnahmen abzupuffern. Vielen Dank. Damit würde ich auch die Fragen beenden, damit wir in der geplanten Zeitlinie bleiben. Wie gesagt, wenn noch Fragen bei uns da sind oder reinkommen, die jetzt nicht beantwortet werden, hat auch Herr Kramer sich bereit erklärt, das im Nachgang nochmal zu beantworten. Also da kommen wir nochmal auf Sie zu, wenn Sie uns Ihren Namen hinterlassen haben. Ja, damit beende ich diese heutige Veranstaltung. Damit beenden wir uns auch unsere Veranstaltungsreihe zur Zuckerrübe. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir alle Veranstaltungen online auch zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn Sie eine Veranstaltung verpasst haben, dann können Sie sich das im Nachgang auch nochmal anschauen. Ich möchte Sie auch gerne darauf hinweisen, dass wir viele interessante Informationen, Tipps und Tricks um den Pflanzenschutz natürlich auch online zur Verfügung stellen. Sie können gerne dazu unser Newsletter abonnieren über unsere Website oder auf unser Wissensportal MyAdama gehen. Auch da gibt es zahlreiche relevante und interessante Informationen. Und damit möchte ich mich bei allen Teilnehmern sehr herzlich bedanken. Herr Kramer, bei Ihnen natürlich vielen, vielen Dank für die sehr detaillierten und sehr kompetenten Informationen. Und damit sage ich Ihnen einen schönen Tag, eine erfolgreiche Saison und vor allen Dingen viel Gesundheit. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.